Ja, ehrlich gesagt haben wir uns natürlich mehr erhofft heute. Denke, haben auch insgesamt einen guten Kampf geliefert, ein gutes Spiel gemacht, aber ja, uns fehlt auch am Ende dann vielleicht ein bisschen das Quäntchen Glück, um dann auch einmal die drei Punkte mitzunehmen. Was sagst du zum Tor? War es ein Foul? Ich habe es so wahrgenommen, ich war im vollen Lauf, den Stoß bekommen und konnte den Pass einfach nicht mehr spielen. Und aus meiner Sicht war es ein Foul, ich muss es mir nochmal genau angucken, aber ja, ist natürlich bitter, dass dann gleich das Tor fällt. Ihr hattet ja auch die Chance, zum 2:1 zu erhöhen, das wurde ja abgepfiffen. Wie war deine Sicht der Dinge? Ich habe es von hinten nicht genau gesehen, aber wir haben schon von draußen gerade gesagt, dass es wohl kein Abseits war. Und ja, es ist ja noch umso bitterer, denke ich, wenn so eine Entscheidung dann ja, so einen Einfluss nimmt. Jetzt geht es ja für euch direkt weiter gegen Kaiserslautern am Samstag. Ein direkter Konkurrent kann man es ja so bezeichnen. Was nehmt ihr euch da vor? Ja, auf jeden Fall wollen wir da gewinnen. Ich denke, die Tabellensituation macht es auch nicht einfacher. Trotzdem versuchen wir da die drei Punkte natürlich mitzunehmen, alles wieder zu geben und einen guten Fight abzuliefern. Dankeschön. Mo Kipprit, ein 1:1 gegen Viktoria Köln. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Was heißt zufrieden? Wir können gut damit leben. Also ist besser als eine Niederlage, aber meiner Meinung nach hätten wir heute verdient gewonnen. Ich habe gerade gehört, dass das 2:1 kein Abseits gewesen ist. Von daher sind wir noch mehr enttäuscht. Sonst aber, wir können darauf aufbauen und Samstag gegen Lautern nachlegen. Jetzt hast du ja das 1:0 geschossen. Erzähl mir kurz ein bisschen was über das Tor. Oh, wir sind raufgegangen, haben den Torwart unter Druck gesetzt. Der hat den Chip. Hans ist gut dazwischen gekommen, hat den in meinen Lauf geköpft und ich habe ihn gut mitgenommen und abgeschossen. Jetzt habt ihr natürlich gerade keine komfortable Situation, was das Personal angeht. Wie geht ihr damit um? Schließlich ist das nächste Spiel bereits in 3 Tagen. Ja, wir müssen das Beste draus machen. Wir wissen, dass wir keinen breiten Kader haben und viele Verletzte oder Kranke. Wir müssen das Beste draus machen. Haben wir heute auch gezeigt. Wie bereitet ihr euch jetzt auf Kaiserslautern vor? Ja, erstmal gut regenerieren und dann wie immer. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.